Ja, hallo liebe Bierfreunde, schön, dass ihr wieder bei Frankens Bierwelt dabei seid. Wir wollen ja gerade in dieser Krise und auch dann danach wahrscheinlich weiterhin regionale Betriebe unterstützen, hauptsächlich natürlich Brauereien, Biergärten und Gaststätten. Jetzt waren wir natürlich auch schon bei Schaustellern und bei Sammlern rund ums Bier. Jetzt haben wir natürlich heute nochmal was Spezielleres. Das ist ein Multitasking-Man rund ums Bier, rund um den Geschmack. Natürlich, das ist der Jan Heinl von Heinls Gewürze, Gewürzhandel. Jan, gleich zu Anfang, stell dich doch mal ein bisschen vor. Du hast mal in jungen Jahren, so alt bist du dann, als Koch angefangen. Genau. In der Stadt los. Ja, 2003 ging es los mit der Kochlehre bei der Firma Nägel in Büchenbach. Ich bin ja eigentlich in Büchenbacher. Habe jetzt dort 17 Jahre gearbeitet eben und war dann da auch lange Zeit Küchenchef. Und jetzt dachte ich mir, jetzt starte ich mal mit meinen eigenen Produkten durch. Habe ja dann schon lange Zeit eigene Gewürzmischungen gemacht, bis dann ein Kollege mich auf die Idee gebracht hat, naja komm, die sind doch eigentlich so gut, deine Gewürze, die könnten wir doch eigentlich auch verkaufen. Und dann habe ich mich entschlossen, naja, machst du mal einen Gewürzhandel auf. Ja. Du bist damit jetzt auch selbstständig, du machst jetzt kein Küchenchef mehr? Nein, also das Kochen habe ich jetzt mal aufgehört. Nach 17 Jahren darf man das auch mal. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, jetzt mache ich mal mein Gewürz und meine eigenen Sorten eben weiter. Dann fangen wir auch gleich an mit den Klassikern oder das, was die Leute, wenn sie dich kennen, schon kennen. Das ist natürlich hier der Gin Lissi. Genau. Mal, kannst du da mal schön in die Kamera. Der Gin Lissi, das ist ein Erlanger Gin. Von Erlangen, für Erlangen. Für Erlangen. Für Erlangen. Für Erlangen, genau. Und der hat auch natürlich eine besondere Geschichte wegen dem Namen, deswegen sitzen wir hier auch so. Genau, richtig, weil die Lissi, die Markgräfin Elisabeth, das war die zweite Frau von Markgraf Christian Ernst. Cool. Und der wurde quasi das Schloss dann errichtet. Und es war einfach so die Idee, wenn man Gin macht, also es war ja, ich fange mal von vorne an bei Adam und Eva, es war eigentlich so, dass in Erlangen gab es lange Zeit keinen Gin und ich dachte, Mensch, das ist eine Studentenstadt, da muss doch ein Gin eigentlich her, ne? Da war diese Gin-Manie und wir hatten 2017 eben das fünfjährige Firmenjubiläum und ich dachte mir, komm, machen wir halt dann mal einen eigenen Gin, wäre doch mal eine coole Idee und das widmen wir der Stadt Erlangen, weil einfach Erlangen keinen Gin hatte bis dato. Und lustigerweise kam dann aus der Anatomie ja dann auch ein Gin, die Tinctura Anatomica. Und der Botanische Garten hatte ja dann auch sein 50-jähriges Jubiläum und die haben auch einen Gin gemacht. Also eigentlich gibt es jetzt in Erlangen drei Gins. Ich kann aber sagen, meiner war der erste. Na gut. Und durch den Namen natürlich auch jetzt sehr bekannt. Die Feinschmecker haben ihn auch schon gefunden. Es gibt ihn auch schon in einigen Bars in Erlangen. Genau, richtig. Im Zen, im Sachs und im Tio wird er eben ausgeschenkt und es werden wahrscheinlich noch mehrere Folgen, hoffe ich noch. Das jüngere Kind? Genau, das ist unser Nüssle im Angebot. Das gibt es einmal so eben in dieser größeren Flasche oder eben in der kleineren. Manche kennen es schon von Fasching oder von anderen Veranstaltungen, die jetzt so noch vor Corona stattgefunden haben. Wollten das eigentlich jetzt auch zum Berg ein bisschen bekannter machen, aber leider kam ja das Corona dazwischen. Und ja, viele, die ihn kennen, lieben ihn schon. Im Attelsberger Biergarten gab es ihn jetzt auch letzte Saison und daher kennen wir ihn sehr viel. Besteht aus 100% fränkischen Haselnüssen, also keine Aromastoffe, keine anderen Stoffe, die man da reinmacht. Viele bambeln ja da rum, sage ich jetzt nochmal in dem Sinn, sondern das ist wirklich einer, der mit Sinn und Verstand gemacht wird. Das ist alles regional. Alles regional. Also nicht nur regional, weil Deutschland ist eigentlich auch eine Region, wenn man Europa nimmt. Ich sage immer lokal. Lokal, das ist immer ganz wichtig. Ja. Eben auch die Haselnüsse eben aus der Bad Windsheimer Gegend. Also, da bist du aber auch selber noch dabei? Oder? Also zum Ernten bin ich nicht dabei. Nein, aber jetzt beim Destillieren. Beim Destillieren, also den Destilliervorgang, den haben wir einmal durchgemacht und jetzt macht der Braumeister das eigentlich ganz gut hier. Okay. Da gibt es natürlich auch jetzt. Auch vom Nüssler eine Schokolade. Die Nüssler Schokolade, genau. Ich versuche natürlich immer meine Produkte mit ein bisschen weiterzuentwickeln. Also nur mal Gewürzmischung zu haben, das ist ganz gut. Man kauft sie einmal, aber wenn man die Gewürze ein bisschen weiterentwickelt, dann macht es natürlich dann auch ein bisschen mehr Sinn. Jetzt zum Beispiel auch bei der Zwiebelmarmelade, da haben wir das Bacharat mit reingemacht. Das ist auch eine meiner ersten Mischungen gewesen. Und versuchen dann diese Produkte immer ein bisschen weiterzuentwickeln. Also alles muss mit Gewürzen zu tun haben, wohl beim Haselnuss jetzt ist es schon grenzwertig, sagen viele, aber es geht auch um die Lokalität. Beim Gin
Ein schönes Das heißt ja auch immer, der hilft gegen Heuschnupfen. Genau, richtig. Also es ist wirklich wahr. Also ja, ist ein Stoff, aber ich habe auch Heuschnupfen. Also die beste Prophylaxe. Die Mengen müssen wir jetzt noch nicht gleich kundtun, aber es hilft. Also das ist erwiesenermaßen, hilft es. Genau. Jetzt hast du auch natürlich andere Sachen, du hast schon mal etliche angesprochen, auch von Gewürzen, Ölen, Gewürzen. Du bist auch ausgebildeter Gewürzsommelier. Genau, richtig. Kannte ich vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Man weiß, so einen Weinspezialisten gibt es, Biersommeliers gibt es jetzt auch. Wie stellt man sich sowas vor? Man steckt ja nicht einfach einen Löffel Pfeffer im Mund und sagt, das mische ich jetzt so und so. Naja, im Prinzip. Kommt man dazu oder was ist da in der Ausbildung? Also das Lustige ist, mein Chef hat das erst entdeckt, mein damaliger Chef, und hat gesagt, Mensch, es gibt einen Gewürzsommelier. Und dann habe ich gesagt, du, das wäre mal eine coole Idee, Gewürzsommelier zu werden, weil ich ja dann schon mit meinen Gewürzen zu tun hatte und habe das schon gemacht. Und es hat fast 2 Jahre gedauert, bis man dann da aufgenommen worden ist, obwohl man den Voraussetzungen her, man war Koch, man hatte eigenes Gewürzunternehmen und hat dann schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber es hat echt 2 Jahre gedauert, bis man da zugelassen worden ist. Findet in Kulmbach statt, von der Genussakademie Bayern wird es gemacht. Und eigentlich ist es im Prinzip schon so, wie du sagtest. Du nimmst einfach mal das Gewürz in den Mund und denkst mal drüber nach, nach was schmeckt es und wo könnte das gut passen. Also es war gar nicht mal so verkehrt, was du gesagt hast. Natürlich nicht einen ganzen Löffel, aber man hat dann schon versucht, die Aromen rauszuschmecken und so. Und da ja der Gewürzsommelier relativ neu ist, versucht man natürlich dann auch eine neue Sprache und eine eigene Sprache zu entwickeln. Die haben wir dann auch versucht zu entwickeln, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat einen Pfeffer, der schmeckt nach Herrenzimmer. Ja, wo ich sage, Mensch, das ist eine ganz tolle Umschreibung. Ein Herrenzimmer ist aus Leder, Tabak, ja, so ganz intensiv. Und da lernt man dann auch so ein bisschen die Beschreibung, wenn mich einer fragt, wie schmeckt denn der Pfeffer, jetzt so langer Pfeffer, dann sage ich, naja, der schmeckt nach Herrenzimmer. Ja, und dann beginnt erstmal derjenige zu überlegen, was ist denn ein Herrenzimmer. Ne? Also ist das auch ganz schön. War eine tolle Ausbildung, hat 8 Monate gedauert. Und ja, da hat man auch mal Kulmbach kennengelernt und ganz, ganz, ganz viele Leute. Also auch das Netzwerk hat sich sehr vergrößert. Also die Leute auch von der Genussakademie Bayern sind auch sehr, sag ich mal, aktiv und machen auch viel. Wir haben jetzt auch einen Verband gegründet, den Sommelier, Gewürzsommelier-Verband. Und ja, es ist viel passiert. Ihr lernt sogar bei uns noch einige Sachen. Ich bin selber sprachlos, was ich jetzt hier alles erfahre. Nochmal, vielleicht jetzt auch noch etwas Zwiebelmarmelade. Das ist jetzt keine Marmelade in dem Sinne. Ich kenne Männermarmelade, das ist ein Bratwurstkeks, so eine Kugel. Gibt es im Grüner Brauhaus dann auch immer. Zwiebelmarmelade hat jetzt nichts damit zu tun. Nee. Mit einer Erdbeermarmelade, wo es aufs Brot kommt. Ist richtig, also es gibt wohl Kunden, die das auch, also es ist eine deftige Marmelade, also eher ein Relish. Es gibt auch Kunden, die schmieren sich das wohl auch aufs Brot und genießen das vielleicht auch zum Frühstück, ich weiß es nicht. Die Zwiebelmarmelade ist eher dafür entstanden für Steaks und Burger und sowas in die Richtung und man hat es wahrscheinlich jetzt nicht so oft gehört, man könnte auch sagen Zwiebelrelish, aber unter Relish kann man sich weniger vorstellen wie unter einer Marmelade und deswegen habe ich das Ganze auch Zwiebelmarmelade genannt statt Zwiebelrelish. Ja. Das Ganze Sortiment und viel mehr natürlich gibt es natürlich auch in den Online-Shop. Genau, dir. Genau. Das kannst du mal erwähnen. Genau, das ist www.heinl-gewürze mit ue.shop. Da kann man alle Produkte, eben auch was hier steht und auch noch viele, viele mehr eben sehen. Es wird auch demnächst einen Gastrobereich geben, wo eben auch die Gastronomie meine Gewürze bestellen kann, eben in den 500 Gramm Dosen. Es wird einen neuen Wellnessbereich geben ab Juni. Das ist dann unter der Marke Spicy Fitness zu finden. Das sind Gewürzmischungen, die dann auch das innere Bewusstsein bzw. auch die Verdauung ein bisschen fördern. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele schöne Gewürzseifen wird es geben. Also eine Vielfalt von Gewürzprodukten und eigenen Sachen, die man hergestellt hat, wird man dort finden. Den Link dazu stellen wir natürlich oben wieder wie immer zur Verfügung vom Shop, Facebook und die Webseite natürlich. Ja, wichtig ist, das kommt alles aus der Region, dein ganzes Sortiment. Das genau, ist ja auch also unser Anliegen. Man muss natürlich dazu sagen, Pfeffer und Muskat wachsen nicht hier. Natürlich. Aber da sind die Anforderungen genauso gestellt, wie wenn ich die Gewürze eben von hier beziehe. Genau. Dann nochmal, weil wir Bierseite sind zum Essen, als Genussspezialist, Bier oder Wein oder je nachdem. Immer Bier. Immer Bier, ja. Bier. Ganz also, mein Ding. Immer Bier. So, hast du noch ein letztes Wort loszuwerden? An die Leute da draußen. Im Prinzip ist es so, wenn man Gewürze kauft oder wenn man sich darauf einlässt, kauft es halt im Supermarkt, geht zu eurem Gewürzhändler nebenan, schaut, dass er die Leute jetzt auch in dieser Situation gut unterstützt und denkt mal ein bisschen drüber nach, auch über die Preise, die man da hat. Ein Pfeffer für 59 Cent im Streuer
das kann kein richtiger Pfeffer sein. Geht zu den Leuten hin, die Ahnung haben, und bestellt dort. Und der Herr Schubeck, kennt ja jeder, hat mal auch was Schönes im Fernsehen gesagt. Der Liter Motorenöl, der kostet 39 Euro und der Liter Sonnenblumenöl oder Öl, was man zum Kochen nimmt, für 79 Cent, was für die eigene Gesundheit ist, genau. Ist vielleicht, manchmal sollte man drüber nachdenken. Bin ich voll und ganz dabei. So, das war's dann auch schon. Als Schlusswort, ein Leben ohne Gin ist ginlos. So ist es, dazu. Schließe ich mich an. Dann bleibt alle gesund. Jan, danke für das kurze Gespräch. Danke fürs Interview. Und ihr bleibt auch alle gesund und bis demnächst wieder. Danke.